Und da sind wir auf dem Weihnachtsmarkt in Bremerhaven. Hier sind wir noch im Zeitraffer, um mal zu demonstrieren, dass doch eine ganze Menge los ist am Eröffnungstag. Und das lohnt sich, bald vorbeizuschauen. Bis zum 22. Dezember gibt es rund um die große Kirche und auf dem Theodor-Heuss-Platz die Weihnachtswelt Bremerhaven zum 11. Mal. Und natürlich, hier gibt es auch alkoholische Genüsse. So ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein ist nichts Richtiges. Es gibt Zelte, in denen man sich aufhalten kann. Karussells natürlich auch für die Kinder. Leckere Speisen und kurzweilige Unterhaltung. Und man kann schon sagen, dass der Weihnachtsmarkt zur Eröffnung gut besucht gewesen ist. Und wir hören uns gleich mal an, was die ersten Besucher denn so zu sagen haben. Weihnachtsmarktzeit hat wieder begonnen. Freuen Sie sich auf diese Zeit? Immer. Jedes Jahr wieder aufs Neue. Wie finden Sie denn den Weihnachtsmarkt? Ist der gelungen? Soweit ich das übersehen kann, ja. Eigentlich schon. Ja. Am ersten Tag kann man ja noch nicht viel sagen, aber letztes Jahr war super gewesen. Vor allem bei George sowieso hier. Sind wir fast jeden Tag hier und trinken wir machen ja eine Eierkur. Hier für unsere kleine Stadt Bremerhaven ist es immer so familiär, es ist so toll organisiert immer noch. Und ich meine, die schimpfen, die sollen endlich mal sagen, was wollen wir mehr, was wollen wir weniger. Wir haben ein gewisses Budget und... Und beinahe hätten wir es unterschlagen. Das Highlight des Weihnachtsmarktes, das ist natürlich die Rutsche auf dem Theodor-Heuss-Platz. Viel Spaß!